Soeben hat sich eine interessante Situation am Previous Day Open ergeben. Hier bin ich jetzt long und wir haben auch eine 12 Minuten Momentum Diff. Was genau dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt im Video. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Anstatt heute den täglichen Update, schiebe ich das mal vor, denn ich war gerade mal an meiner TA machen und habe gesehen, dass wir hier ein interessantes Low erreicht haben. Hier einen schönen Abverkauf hatten, eben den Exo-Charts mit einem Volumen von 22 Millionen. Und dann hier noch dieses Low nochmal herausgenommen haben mit deutlich weniger Volumen. Und hier sehr viel Absorption. Und hier bin ich dann in einen kleinen Long gestartet. Wenn man dann mal hier in TradingView schaut, einen Moment, ich mache es gerade auf, sieht man hier auf den 12-Minuten-Chart, dass wir jetzt gerade dabei sind, hier eine 12-Minuten-Diff zu formen. Und hier eben den Untouched Daily hatten von gestern. Und in diesem Falle bin ich hier eben jetzt in einem kleinen Long Trade. Mal sehen, wie lange der jetzt hält, wie lange der Move ist. Ja, Money Flow kommt langsam hier ins Rote. Wir sind hier immer noch in einem Downtrend. Kann also sehr gut sein, dass hier am nächsten Daily oder hier in diesem Bereich dann schon eben Feierabend ist. Dann würde ich den Trade auch closen, sobald ich hier wieder bärische Signale sehe. Und ansonsten weitere Updates zur täglichen Analyse bekommt ihr dann bei uns in unserem Discord. Und ansonsten einen guten Start in den Freitag. Macht's gut, euer Dr. Harlekin.